Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist immer wieder ein Erlebnis, das stimmt, hören zu dürfen. Frau Kollath, wie merkwürdig mitunter das Parlamentsverständnis von Senat sein kann. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, wenn das Abgeordnetenhaus diskutiert, ist das sozusagen parteipolitischer Missbrauch eines Themas, dann ist das ein bisschen sehr merkwürdig. Das würde dann zur Konsequenz die Folge haben, man löst das Parlament auf, regiert eine ganze Wahlperiode still lang vor sich hin und dann macht man wieder Wahlkampf. Also, pardon, irgendwo sind Sie da mit Verlaub schief gewickelt und das wissen Sie auch. Dann zitieren Sie hier laufende Meter, die Gruppen, das hört sich so gut an, die Gruppen in Plural schauen im Moment, Gott sei Dank haben wir elektronische Medien, dieser Debatte zu. Ich glaube, da werden auch sich auch einige fragen von den Karnevalistinnen und Karnevalisten, wer ist denn eigentlich gemeint? Jetzt zitiere ich mal eine der Gruppen. Frau Kollath, hören Sie bitte zu, das haben Sie, glaube ich, noch nicht gelesen. Die Kolleginnen und Kollegen schreiben, die Gruppen sollen über die Teilnahme entscheiden, bekommen aber keine Infos dazu, was uns fest zugesagt wird. Das nennt der Senat offenen Dialog. Mit uns wird dasselbe Spiel gespielt wie immer. Punkt. Und das ist ja wohl eine einigermaßen frustrierte Äußerung. Frau Senatorin, nehmen Sie das bitte ernst und werfen Sie ja keine Nebelkerzen. Frau Kollath, ich habe von Ihnen nicht verlangt, Herr Müller, ich werde es auch von Ihnen nicht verlangen, dass Sie uns hier irgendwelche Listen über Gespräche oder Telefonate vorlegen. Machen Sie Ihre Arbeit, machen Sie sie intensiv und machen Sie sie gut. Und das ist für uns relativ nebensächlich. Wie oft und mit wem Sie alles gesprochen haben, das Ergebnis zählt. Und zum Ergebnis haben Sie hier keinen einzigen belastbaren Satz gesagt. Sie haben keine Aussage getroffen darüber, was denn diese Stadt, jetzt werde ich mal etwas pathetischer, was denn diese Stadtgesellschaft in die Lage versetzen könnte, bei auch nur einem Millimeter guten Willens in die Lage versetzen könnte, dem Senat sozusagen einen Vertrauensbonus zu geben, dass es in 2015 respektive 2016/17 mit einem guten Karneval der Kulturen weitergehen könnte. Ich habe nichts gehört, was dieses Vertrauen rechtfertigen könnte. Ich habe nur pathetische Äußerungen vernommen und dann pathetische Äußerungen und wirklich Verwirrspiele. Sie haben erklärt, Sie sind seit langem im Gespräch, seit längerer Zeit. Ja, mein Gott, auch sehr interpretierbar. Was ist denn nach Senatsverständnis längere Zeit? 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen? So, 2,5 wird gesagt. Ja gut, das akzeptiere ich. Das ist eine längere Zeit. Auf jeden Fall, noch vor einem Monat waren Sie nicht im Gespräch, sondern haben sehenden Auges akzeptiert, dass das Projekt sozusagen gegen die Wand läuft. Und dann entstand diese Übergangsphase, die Sie uns hier gegenüber beschwören. Für die Notwendigkeit einer Übergangsphase tragen Sie selbst die politische Verantwortung. Sie und niemand anders. Vielen herzlichen Dank.